ich will mich auch bedanken bei den Hannoveranern, weil ihr seid ja alle hier reingekommen und Hannover ist bunt von Plakaten. Das hat Hannover toll gemacht. Und ich kann euch auch Folgendes sagen, der ein oder andere hat das mitgekriegt. In Lindner haben einige die Plakate wieder abgemacht, diese verdammten Gauner, wer immer das gewesen ist. Da haben wir Anzeige erstattet, die kriegen wir auch noch ein Schlawittchen. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, jedes dieser 200 geklauten Plakate hängen wir wieder auf. Und ich habe dem Lindner schon gesagt, ich bin dabei am Donnerstag, wenn ihr das macht. Das wollen wir doch mal sehen. Wir lassen uns doch von den Straßen nicht vertreiben, von nichts zu niemandem. Was ich völlig großartig finde, ist, dass ich aus fast dem ganzen Landesverband, welche gesehen habe. Ich sitze auch deshalb nicht in der ersten Reihe, weil das finde ich auch völlig in Ordnung. Da vorne sitzt der Thomas aus der Wesermarsch. Und die aus der Wesermarsch haben auch nicht nur schon Wahlkampf gemacht. Die haben auch ganz großartig gekämpft gegen die Mox-Transporte und standen da mit der linken Fahne und saßen da. Herzlich willkommen, Wesermarsch. Und die gesamte Küste ist da. Die Küste ist da, aus Friesland ist da, Heiko Moll ist da, Blanka ist da, alle möglichen habe ich gesehen. Die haben den weitesten Weg gemacht. Herzlich willkommen aus Friesland hier in Hannover. Und da ist der Harz, da sind nicht alle da, weil die selber heute gesagt haben, wir plakatieren, aber einige habe ich gesehen und aus dem ganzen Land habe ich welche gesehen und Sieger habe ich auch gesehen, da war ich vorgestern. Wir haben in dieser ersten schweinekalten Nacht die Infotische eröffnet für uns. Herzlich willkommen, Sieger, Kreis Diepholz ist da. Alle sind da und das finde ich großartig, wir sind eine großartige Partei. Und wir sind auch deshalb eine großartige Partei, weil wir von dieser Hierarchie nicht so richtig viel halten, auch deshalb habe ich unten angefangen. Und weil wir zusammenhalten und weil wir uns von nichts ins Boxhorn jagen lassen, von den Umfragen nicht, da wissen wir eben, bei den Umfragen zum gleichen Zeitpunkt, vor 5 Jahren waren wir auch bei den gleichen Prozentzahlen, geworden sind es 7,1% und jetzt legen wir noch mal eine Schippe drauf. Wollen wir mal sehen. Und dann sind wir auch deshalb als, anders als die anderen, weil wir eben schon angefangen haben. Dieser Stefan Weil, das ist ja schon erwähnt worden, der das hier abreißen will. Das ist ja sowieso der erste Wahlkämpfer der Weltgeschichte, der beginnt im Wahlkampf damit, dass er seinen Leuten befiehlt, die Plakate wieder abzuhängen, die immer schon aufgehängt haben. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, in Hannover haben wir immerhin schon angefangen, ist ja schon was wert, dass Sozialdemokraten gleichzeitig mit uns anfangen zu plakatieren. Und dann hat Weil gesagt, ist eine Panne gewesen. Ist eine Panne gewesen, hat er gesagt. Die haben das nicht richtig kommuniziert, wir wollen doch gar nicht, weil die CDU hat ja gesagt, zur Weihnachtszeit dürft ihr noch nicht plakatieren. Und dann hat erst der Ortsvereinsvorsitzende gesagt, nö, das kann ja Weil so sehen, aber wir sehen das nicht so, deshalb wollen wir weiter plakatieren. Und dann haben sie die Plakate nicht abgenommen und dann hat der Weil seine Leute, die bezahlten Kräfte, geschickt, die Plakate abzunehmen. Wie bescheuert muss man sein, um so einen Wahlkampf zu eröffnen? Wir machen das natürlich nicht nur aus Trotz, dass wir den Wahlkampf eröffnet haben. Sondern wir machen das auch deshalb, weil es einen inhaltlichen Grund dafür gibt. Es gibt übrigens auch einen, wenn man so will, taktisch-politischen Grund. Weil bekloppt sind ja weder wir noch die CDU. Die CDU hat sich das nämlich eigentlich gar nicht so unpfiffig ausgedacht. Die hat gedacht, beim letzten Mal haben wir am 27. Januar gewählt. Dieser frühe Termin hat einen großen Vorteil für alle, die viel Knete haben und einen Nachteil für alle, die wenig Knete haben. Weil die wenig Knete haben, müssen alles selber stecken. Die viel Knete haben, können Anzeigen schalten. Im Funk und Fernsehen und den Anzeigenmagazinen. Und die viel Knete haben, können Werbeblöcke mieten. Die wenig Knete haben, müssen jedes Plakat selber in die Laternenpfähle bringen. Und die viel Geld haben, können das in kurzer Zeit machen. Da spielt nämlich Geld keine Rolle. 18 Tage lang volle Pulle. Die wenig Geld haben, die brauchen dafür ein bisschen Zeit, müssen sich Urlaub nehmen. Brauchen ein paar Tage, um Plakate an die Wände zu bringen und an die Laternenpfähle. Also ist natürlich der im Vorteil, dem das Geld aus den Ohren rausfließt. Und wie ist es da reingekommen, bevor es rausfließen kann? Weil die Banken, Spekulanten, Versicherungen, die FDP und die CDU peppeln, bis sie vor Geld überhaupt nicht mehr laufen können. Und deshalb haben sie gesagt, weil das letztes Mal so wunderbar funktioniert hat mit dem Wahltermin früh im Januar. Sie hätten übrigens auch die Wahl nach hinten schieben können, das ist die Verfassung zu. Aber sie haben sie noch ein bisschen nach vorne geschoben, weil sie dann gesagt haben, dann machen wir einen Wahlkampf nur von 18 Tagen, vom 2. bis 20. Januar. Und wenn wir dann noch hinkriegen, dass wir mit Hilfen der Kirchen den Leuten sagen, mach doch keinen Wahlkampf zur heiligen Weihnachtszeit und vielleicht die anderen auch so dämlich sind, sich darauf einzulassen, dann machen wir einen Wahlkampf für 18 Tage
Und in diesen 18 Tagen haben wir das viele Geld und quetschen den anderen, die auf Ehrenamt angewiesen sind und wenig Geld haben, im Wahlkampf die Luft aus den Rippen. So haben sie sich das gedacht, aber sie haben nicht mit uns gerechnet. Machen wir nämlich nicht mit dieses Spiel. Sie haben einmal nicht mit uns in Niedersachsen gerechnet, sie haben auch nicht mit uns in der Gesamtpartei gerechnet. Weil was wir dann gesagt haben, ist, also, liebe Leute, das wird eng für uns. Das wird auch ein Schicksalswahlkampf für die gesamte Bundespartei. Und dann sind wir, Gisela, ich auch herzlich begrüße, Gisela und ich und andere sind, und Magen, sind durch die Landesverbände getingelt. Durch alle anderen 15 Landesverbände. Gibt ja noch was außerhalb von Niedersachsen, manchmal denkt man das ja gar nicht. Aber es gibt noch eine Welt außerhalb von Niedersachsen. So, und es gibt auch sogar eine Welt nach dem 20. Januar, aber das lassen wir mal weg. Komme ich später zu. So, und dann sind wir also durch die Landesverbände getingelt. Und was wir da mitgekriegt haben, war schier überwältigend. Es ist nicht nur so, dass alle unsere bekannten Persönlichkeiten dieser Partei den Januar weitgehend in Niedersachsen verbringen werden. Es ist so, dass man sagen könnte, unsere Partei beginnt ein Beckenproblem zu haben. Also ihr könnt sicher sein, was ihr an Kräften braucht zum Stecken und Verteilen und zum Aufhängen und Nachplakatieren und was wir selbst in Niedersachsen in unseren 45 Kreisverbänden nicht haben, das kommt aus den anderen Landesverbänden. Ihr müsst das nur sagen. Und so viel Betten und Lumatra-Plätze und Isomattenplätze, wie ihr habt und kleines Frühstück, wie Niedersachsen zur Verfügung stellen kann, wird an Solidarität aus den anderen Landesverbänden kommen. Und dann werden wir zeigen, was es heißt, einen Wahlkampf zu machen gegen die Linken hier in Niedersachsen. Und der inhaltliche Grund ist natürlich genau der, den Magen eben angedeutet hat. Was ist das für eine Verlogenheit? Da stellt sich Herr McAllister und die anderen, SPD haben das ja in anderen Bundesländern auch gemacht, hin und streicht für den gesamten öffentlichen Dienst, für alle Lehrer, Kindergärtnerinnen, Polizisten, streicht für die das Weihnachtsgeld. Und dann sagt er, aber die, die dagegen protestieren, die sollen gefälligst zu Weihnachten die Schnauze halten. Machen wir nicht, weil das zu Weihnachten thematisiert gehört. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wann denn sonst, wenn ich zu Weihnachten gehört, die Frage der sozialen Gerechtigkeit thematisiert? Weil wir Schluss machen wollen mit dem Elend, dass es Millionen, buchstäblich Millionen Eltern in Niedersachsen gibt, für die die Weihnachtszeit, gerade nach dem Streichen von Weihnachtsgeldern, eine Leidenszeit ist, weil sie sich Sorgen machen, weil sie kein Geld haben, zu wenig Geld haben, weil sie sich Sorgen machen, ob sie ihren Kindern Geschenke so machen können, dass sich die Kinder nach Weihnachten nicht schämen müssen gegenüber den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, wenn sie ihre Geschenke vergleichen. Und wir wollen, dass Schluss damit ist, dass die Frage der Kinderbeschenkerei sich beschränkt auf die Frage derer, die Geld in den Taschen haben. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit und das beginnt bei Weihnachten und das beginnt bei der Frage der Geschenke für die Kinder. Und deshalb kämpfen wir in diesem Wahlkampf schon zu Weihnachten und plakatieren wir schon zu Weihnachten. André, André, André! Dieter sagt mir, ich soll weiter weg, aber er meint das Mikro, sonst würde ich ja verschwinden. Mach ich. Ich höre ja meistens auf Dieter, aber nicht immer. Aber ich gehe jetzt ein bisschen weiter weg mit dem Mikro. Ja, du hast ja völlig recht. Fast immer hat Dieter recht, außerdem ist er ein glänzender Sänger, aber das kommt ja auch gleich noch. So, und diese Frage der Löhne ist natürlich keine Frage, die wir nur zu Weihnachten plakatieren. Sondern, also ihr werdet gleich sehen, also meine Reden sind ja meistens ziemlich durchsichtig, es geht immer um einen Punkt, soziale Gerechtigkeit. Ihr werdet gleich sehen, ich wandere jetzt die Plakate ein bisschen inhaltlich ab, die wir in diesem Wahlkampf plakatieren werden. Und das zweite Plakat, nicht der Reihenfolge nach, aber inhaltlich ist das hier. Weil, das hatte ich eben angeschnitten, es geht eben auch um die Rettung der Löhne und Renten in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich spanne gleich mal den Bogen, wenn man dann noch ausführlicher, wenn Oskar reinkommt, den Bogen zur Bundespolitik. Ich sage am Schluss noch ein bisschen was zu der Dachzeile aller Plakate, statt Spekulanten. Weil das auch der Ausdruck, was ich eben sagte, wir sind anders als die anderen Parteien. Der Ausdruck dieser Wahlkampagne, die wir jetzt machen, ist auch eine Frage der Ehrlichkeit. Weil wir nämlich die einzige Partei sein werden, prophezei ich euch jetzt schon, wir kennen ja die Kampagnen der anderen, die nicht so tun, als könne man die Probleme Niedersachsens in Niedersachsen alleine lösen.
sondern die völlig ehrlich sagen, wenn ihr Bildung wollt, wenn ihr die Krankenhäuser retten wollt, wenn ihr vernünftige Politik sozial gerecht machen wollt, dann geht das nicht anders, als wenn man den Spekulanten an die Taschen geht, dann geht das nicht anders als durch andere Steuerpolitik. Und auch um dieser Ehrlichkeit willen werden wir diesen Wahlkampf führen. Und weil es diesen Kontrast gibt, kämpfen wir eben um vernünftige Löhne und vernünftige Renten in diesem Lande. Wir sind auch deshalb optimistisch, nicht nur weil, wie ich vorhin gesagt habe, wir mit solchen Umfragewerten ganz gut leben können nach den Erfahrungen der letzten Wahlkämpfe, sondern wir sind auch deshalb optimistisch, weil wir vor allem aus dem Gewerkschaftsbereich, vor allem aus dem Bereich von Leuten, die nicht so gut verdienen oder die sogar auf Lohnersatzleistungen, also Hartz IV und anderes angewiesen sind, viel Rückenwind erhalten in diesen Tagen. Es ist nämlich nicht so, die Erfahrung werdet ihr selber alle selbst machen, nicht so, dass wir im Moment zu denen hingehen müssen und sagen müssen, pass mal auf, könnt ihr nicht helfen, wir wollen ja wieder rein. Und das sind die Gründe dafür, sondern es läuft ja vielfach andersrum, nämlich dass Leute zu uns kommen, vor allem aus dem Gewerkschaftslager und der Anti-AKW-Bewegung, die sagen, reißt euch am Riemen, macht das ordentlich, weil ihr müsst da wieder rein. Und ihr müsst da wieder rein, weil das eine Frage des Geldes für viele, der Löhne für viele in diesem Lande ist. Ich will euch das Beispiel nennen. Ich war letzte Woche auf einer Personalversammlung einer großen Versicherung, deren Namen ich hier nicht nenne, bei denen ich aber viele kenne. Da bin ich jedes Jahr. Und dann auch während der letzten Jahre im Landtag. Und dort hat der Verdi-Sekretär und Mitglied im Aufsichtsrat dort eine Rede gehalten, und das war, ich kann euch das sagen, weil ich diese Personalversammlung seit über 20 Jahren damit erlebt habe, das war eine andere Stimmung als sonst. Weil in diesem gut situierten Versicherungsbereich, ich sage gleich noch was zu Banken und Versicherungen, da passiert im Moment etwas, was die nicht für möglich gehalten hätten. Nämlich, dass auch in diesen Bereichen Löhne hineinkrabbeln, die sie nicht für möglich gehalten hätten. Und er hat berichtet von den Kämpfen, der ein oder andere hat das ja gelesen, bei der S-Direkt, also die etablierten Sparkassen, die wir auch stützen, finden wir gut. Bank ist ja, die Deutsche Bank ist ja eine Verbrecherorganisation, die Sparkasse, die Sparkassen sind vernünftig, aber sie tun zum Teil Sachen, die in Richtung verbrecherischer Organisationen zeigen. Und diese S-Direkt lässt Leute in den Callcenter, das sind die, die euch anrufen, wenn ihr einen neuen Vertrag machen wollt. Einige von uns arbeiten auch in solchen Bereichen, das sind die, die unheimlich viel Geld haben. Und in diesen Callcentern werden zum Teil Löhne gezahlt unter 8 Euro, 7 Euro oder sowas, 3 Schicht, 6 Euro, 3 Schichtsystem. Also Tag und Nacht. Und dann gehen diese Leute bei Vollzeit mit 1300 brutto nach Hause. 1300 brutto in diesem Callcenter. Und das breitet sich aus wie eine Seuche in diesem Land. 1300 brutto, das sind mit Sicherheit deutlich unter 1000 netto. 900 oder sowas. Und es ist menschenunwürdig, und wir werden uns niemals damit abfinden, dass Leute für 1300 brutto in diesem Land arbeiten müssen. In der Vollzeit. Und auch deshalb müssen wir in die Parlamente wieder rein. Und dann wird natürlich gesagt, ja, das ist ja Bundespolitik und nicht Landespolitik. Ja, sagen wir, das ist Bundespolitik. Und deshalb sagen wir das ehrlich, dass das Bundespolitik ist. Und deshalb werden wir diesen Zusammenhang heute auch in den Mittelpunkt dieses Wahlkampfauftaktes stellen. Aber die Tatsache, dass das natürlich Bundespolitik ist, die darf ja nicht dazu führen, dass man landespolitisch mit verschränkten Armen neben diesem Skandal steht. Sondern wir wollen, dass landespolitisch angefangen wird, vernünftige Löhne in diesem Land zu zahlen. Und deshalb wird, wie in dieser Legislaturperiode, auch in der nächsten Legislaturperiode der Antrag Nummer 1 der Linken der sein, dass wir in einem Landesvergabegesetz fordern, wer für dieses Land Niedersachsen oder seine Kommunen arbeitet, der kann sicher sein, er kriegt mindestens 10 Euro die Stunde ausgezahlt und keinen Cent mehr. Und keinen Cent weniger. Und keinen Cent weniger, mein Gott. Und keinen Cent weniger. So,
Ja, macht das ruhig. Also das ist, man muss immer korrigiert werden, genau. Da ist übrigens auch Uwe, der korrigiert uns am meisten, weil er unglaublicher ein Zahlenmensch ist. Also kein Referent in diesem ganzen Landtag kann Uwe das Wasser reichen. Also die ganze, wir sind ja übrigens, darf ich da mal einschieben, ne? Ist auch nicht geplant, also ist ja sowieso nichts geplant hier. Also also wir sind die kleinste Fraktion hier im Sächsischen Landtag, vielleicht ändert sich das ja sogar noch. Aber als einzige Oppositionsfraktion haben wir jedes Jahr einen durchgerechneten Alternativhaushaltsplan vorgelegt. Da sollen Sie SPD erstmal nachmachen. Und der ist voll gegenfinanziert. Und die ganze Rechnerarbeit hat Uwe Jentresse gemacht. So, und deshalb wird unser Antrag Nummer 1 am Landesvergabegesetz sein, weil man in Niedersachsen anfangen muss, weil man auch in der Landespolitik anfangen muss, einen anderen Kurs einzuschlagen. Und dieser andere Kurs ist auch deshalb wichtig, weil es nicht nur um Löhne, sondern eben auch um Renten geht. Weil, also man muss ja mal die CDU loben, ab und zu, wir sind ja über, ja, wir sind nicht ideologisch, also wir sind also völlig wertfrei und so, man muss die CDU loben, weil ohne das, was Frau von der Leyen gesagt hat, wäre ja heute nicht so bekannt wie das, was inzwischen, glaube ich, fast jeder weiß. Nämlich, dass man, wenn man heute unter 2.500 Euro im Monat verdient, dann weiß man heute schon, man kriegt später eine Rente, als hätte man niemals gearbeitet. Und das ist ein gesellschaftspolitischer Skandal, den werden wir nicht weiter zulassen. Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass die wirklichen Leistungsträger unserer Gesellschaft, nehmen wir Krankenschwestern. Krankenschwestern sind Leute, die kriegen, wenn sie in vernünftigen Krankenhäusern sind, auch da grassiert ja inzwischen die Profitgier und das Drücken auf die Löhne, dazu komme ich gleich noch. Wenn Krankenschwestern, die oszillieren, wenn die anfangen, so um die 2.500 rum, wenn die runterrutschen und zum Beispiel alle Krankenhilfskräfte, Krankenpfleger heißt es ja heute, Entschuldigung, das ist die feministische Geschichte. Also die Krankenpflegehilfskräfte, die kriegen mit Sicherheit unter 2.500. Und dann wissen die, und das sind die Maloche machen in diesem Land und viele andere in den Callcentern eben auch, dann wissen die, ich kriege, wenn sich nichts ändert in diesem Land, am Ende eine Rente, als hätte ich nie gearbeitet. Und das muss sich ändern in diesem Land. Und deshalb geht es eben um die Rettung der Löhne und Renten in Niedersachsen, auch beginnend mit der Niedersachsenwahl. Es geht aber im Kern der Bildungspolitik natürlich nicht nur um die Frage der Löhne und Renten. Hängt damit zusammen, ich hatte eben das mit der Krankenpflegekraft erwähnt, hängt damit zusammen, hängt die gesamte Situation der Krankenhäuser in unserem Land. Inzwischen sind in Niedersachsen nur noch die Hälfte der Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft. Die andere Hälfte ist in kirchlicher Trägerschaft. Das sind die berühmt sind dafür, dass sie ihren Mitarbeitern bestimmte grundgesetzlich garantierte Rechte wie das Streikrecht verweigern wollen. Oder in gänzlich privater Hand wie Amäus-Kliniken in Hildesheim und sonst wo, die einfach sagen, wir wollen doch mal beweisen, dass man mit Gesundheitsvorsorge nicht ordentlich Geld verdienen kann. Also profitorientierte Unternehmen. Und dazu kommt dann, und das wird jeder wissen, der sich diese Krankenhäuser mal von Ihnen angucken musste, dass die Krankenhäuser, die haben einen erheblichen Investitionsbedarf. Es ist ja nicht einfach mal eine Kiste hingestellt, Krankenschwestern und Pfleger und Ärzte reingestellt und dann läuft das, sondern da muss man ordentlich dran rumbauen, mal neue OP, neue technische Geräte, also die ganzen Investitionskosten. An diesen Investitionskosten hat sich das Land Niedersachsen noch in den 70er Jahren zu 20% beteiligt. Man könnte mal raten, wie viel das inzwischen sind. Inzwischen sind das nur noch 4% der Investitionskosten. Wenn man das dann kombiniert damit, dass das immer mehr Wirtschaftsunternehmen geworden sind und nicht gemeinnützige Unternehmen, dann ist klar, was passiert. Die sagen nämlich, das Wichtigste ist, dass am Schluss Gewinn rauskommt, wenigstens eine schwarze Null. Und wenn wir dann statt 20% Zuschüsse vom Land nur noch 4% Zuschüsse vom Land kriegen für Investitionen, Fassaden, neue OPs, neue Fußböden und was man da so alles braucht, dann müssen wir das Geld eben irgendwo anders reinwirtschaften. Und dann werden aus den 5 Stationsschwestern eben nur noch 4 Stationsschwestern. Und von den 4 Stationsschwestern werden dann eben 2 nur noch Krankenpflegehilfskräfte und die kriegen dann garantiert einen Lohn, von der sie niemals eine Rente bekommen, als hätten sie mal gearbeitet. Und damit muss Schluss sein.
Und damit muss Schluss sein. Mit der Privatisierung muss Schluss sein. Und deshalb sind wir die Partei, die mit Hub und Fug sagt, wir müssen die Krankenhäuser retten im Lande Niedersachsen. Und neben der Gesundheitspolitik, wo es schlecht steht, das Verantwortungsbewusstsein des Landes Niedersachsen, ist ein Kernstück der Landespolitik natürlich die Bildungspolitik. Und da sehen wir ein ähnliches Bild. Das Geld, Oskar wird uns das gleich noch ausführlicher erklären, das Geld wird vor allem ausgegeben für die Garantien, dass die Profite der Banken und Spekulanten auf jeden Fall hoch bleiben. Der Zusammenhang, da brauchen wir ja noch nicht bei Oskar her, der Zusammenhang ist ja im Kern ziemlich schlicht. Die dürfen mit staatlichen Garantien sich so viel Geld, wie sie wollen, für 1% Zinsen von der Europäischen Zentralbank leihen. Und das geben sie dann für 7-8% weiter an die von den Ratingagenturen nach unten gedrückten Länder wie Griechenland, Italien, die gerade kaputt gemacht werden durch die Politik von Merkel, Steinbrück und Co. und sonstigen Leuten. Und von den ganzen Differenzen leben sie. Davon kann man fürstlich leben, weil es riesige Milliardensummen sind. Da bleibt was hängen. Und das Schöne daran ist, dann sagen die, ja, diese Kreditnehmer sind ja alle Lotleiden, wer weiß, ob ich das Geld wiederkriege. Und dann sitzen wir hier alle und alle anderen in Niedersachsen und ganz Deutschland und sagen, das macht kein Problem, dafür garantieren wir. Ihr kriegt auf jeden Fall die Gewinne und das Risiko tragen komplett wir. Das ist der Kern des Mechanismus. Und damit muss Schluss sein mit diesem Mechanismus, weil diese Steuergelder, die dahin fließen, die fließen eben nicht in Krankenhäuser und das Bildungssystem. Das sind übrigens in Niedersachsen, wenn man das mal umschlägt, insgesamt steht in diesem Mechanismus die Bundesrepublik mit fast 700 Milliarden im Obligo gegenüber den Zins- und den Gewinngarantien von Spekulanten und Banken. Das sind umgeschlagen auf Niedersachsen eben ungefähr 70 Milliarden. Also ich liebe das Land ja auch deshalb, weil es für kopfrechenschwache Menschen wie mich so schön ist, weil man immer ungefähr 10% von allem braucht. Ne? 80 Millionen Bundesbürger, also 8 Millionen Niedersachsen. Also es ist wunderbar. Niedersachsen ist immer grob 10%, nur deshalb bin ich überhaupt hier. So, also das ist, das kann man sich als Orientierung sagen. Also 70 Milliarden. Und dieses Geld fehlt dann natürlich an anderen Stellen. Und das fehlt, weil Landespolitik, vor allem Bildungspolitik, ist vor allem im Bildungsbereich. Im Bildungsbereich ist es so, das ist ja so eine Kernzahl, auch die wird ja eigentlich gar nicht geglaubt. Wir haben sie ja schon befürchtet, aber damit sie auch mal amtlich auf dem Papier steht, haben wir die Landesregierung gefragt, ob die Zahl denn ungefähr so ist. Das heißt, wir haben das noch nicht mal so irgendwie in den Mund gelegt, sondern haben einfach nur gefragt, wie ist das eigentlich, wie viele Kinder werden eigentlich vom Schulgeld befreit, auf Antrag wohlgemerkt, weil ihre Eltern zu wenig verdienen. Das sind meistens Hartz-IV-Empfängerkinder, Geringverdiener, also die Leute, für die wir kämpfen und die wir zum großen Teil auch sind. Und dann kam die Antwort der Landesregierung. Wir haben mal gesagt, gliedert das doch bitte schön mal nach Schulstruktur auf, nach den Schultypen. Und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. In den Gymnasien sind das nur ungefähr 4% der Kinder, die Schulgeldbefreiung beantragen. In den Hauptschulen sind es 35%. Und wer dann noch sagt, es gibt keine Klassenteilung in den Schulen in diesem Land Niedersachsen, der lügt entweder oder er ist bekloppt. Weil es gibt natürlich diese soziale Spaltung in unserem Land, die sich auch im Bildungswesen niederschlägt. Und im Bildungswesen schlägt sie sich auch deshalb nieder, weil es eine Mehr ist, zu sagen, wie ich jetzt von einem Lehrer auf dem Philologentag mir habe sagen lassen müssen, der sagte, in diesem Land ist es nirgends vom Geldbeutel der abhängig, ob man welche Schule besuchen kann. Der hat keine Ahnung davon, dass es natürlich vom Geldbeutel abhängig ist, ob ich meinen Kindern Schulbücher, neue Schulbücher und Schulmappen, neue Schulmappen und Ranzen oder alte Ranzen kaufen muss. Das ist natürlich vom Geldbeutel abhängig und damit wollen wir Schluss machen in diesem Lande, ein für alle Mal. Es darf doch nicht sein, dass die Eltern von Schülern Hunderte von Euro ausgeben müssen, bevor sie ihre Schulhefte, Schulmappen und dieses ganze Kram zusammen haben. Wir brauchen Schulgeldbefreiung und wir brauchen Lernmittelbefreiung. Das ist das, wo wir hinwollen und wo die Milliarden, die im Moment für den Spekulanten fließen, besser aufgehoben werden. Und da muss Schluss sein mit der Benachteiligung der einzigen Schule, die das so zumindest im pädagogischen Konzept in der Struktur aufhebt, nämlich der integrierten Gesamtschule. Das ist ja auch so eine Mehr. Da wird dann unter Wettbewerbsgesichtspunkten gesagt, ja, das sollen ja die Eltern entscheiden. Ja, natürlich entscheiden es die Eltern und wir wollen, dass das die Eltern entscheiden. Aber wie sieht die Entscheidung denn aus?
Die Entscheidung sieht so aus, dass die Landkreise, wenn die dann einen Schultyp anmelden, die dürfen, wenn sie eine Oberschule oder Gymnasium anmelden, das auch zweizügig machen, also zwei Parallelklassen. Wenn du dann sagst, nö, will ich über eine Gesamtschule, dann wird gesagt, ja, darfst du auch machen. Dann sagst du, ja, mal die zweizügig. Ich sage, das geht natürlich nicht. Also das Schulgesetz, die muss mindestens fünfzügig sein. Das ist dann die Chancengleichheit. Das ist so ungefähr so, man lässt zwei Pferde gegeneinander rennen und sagt, die haben beide die gleichen Chancen. Und dem einen Pferd, das ist sozusagen der rote Schecke, dem binden wir mal hinten die Beine zusammen und dann sagt man, der ist aber lahm. So funktioniert die Schulpolitik von CDU. Und da wollen wir wenigstens, also außer der materiellen Frage der Schulgeldbefreiung und den anderen Sachen, die ich gesagt habe, wir wollen eine Gleichberechtigung der Gesamtschulen, wir wollen die Benachteiligung der Gesamtschulen auflösen und wir wollen, dass es einen Rechtsanspruch der Eltern gibt. Wenn ich mein Kind auf eine Gesamtschule schicken will, dann muss ich das können in diesem Land in Niedersachsen und das werden wir durchkämpfen. Nun ist diese ganze Frage der anderen Politik im Lande Niedersachsen, da klingelt wieder der Handyton, es ist nicht die internationale, es gibt jetzt eine Rübe. So, aber es war dem Morgenrot entgegen, das geht auch. So, dann ist die ganze Frage, weil ich beim Morgenrot entgegen bin, ist die ganze Frage der anderen Politik im Lande natürlich nicht nur von uns abhängig. Weil irgendwann, man darf ja mal träumen, irgendwann werden wir in diesem Land um die absolute Mehrheit kämpfen. Tun wir aber noch nicht. Sondern es geht natürlich auch um die Kunst der Einleitung eines Politikwechsels mit noch relativ geringen Kräften. Wir sind eine Partei, die kämpft um den starken Wiedereinzug in diesen Landtag, weil das eine Perspektive auch auf eine Veränderung des Kräfteverhältnisses auf Bundesebene aufzeichnet. Aber wir wissen auch, wenn es eine Einleitung eines Politikwechsels gibt, dann mit Sicherheit nicht, indem alles so bleibt, wie es ist, mit der CDU und FDP. Dann mit Sicherheit aber auch nicht, wenn alles so bleibt, wie es ist, nur mit einem ausgewechselten Ministerpräsidenten. Dieser Politikwechsel ist keine Frage des Personenwechsels, sondern dieser Politikwechsel wird nur gelingen, wenn es im Niedersächsischen Landtag eine starke Kraft gibt, die dafür sorgt, dass die schönen Versprechungen von SPD und Grünen, die jetzt in den Wahlprogrammen stehen, auch Wirklichkeit werden. Wir sind so etwas wie eine politische Sozialversicherung dafür, dass SPD und Grüne nicht wieder nach rechts rutschen, wie sie das schon so oft gemacht haben. Und diese politische Sozialversicherung gegen eine Wiederrechtsentwicklung von SPD und Grüne. Was? Wiederrechtsentwicklung ist ja falsch. Wiederrechtsentwicklung würde ja so tun, als hätten die eine Linksentwicklung gemacht. Das haben sie, Steinbrück kann man da heranziehen, natürlich nicht gemacht. Was sie aber gemacht haben, ist, dass seit sie in der Opposition sind auf Bundes- und Landesebene und seit wir stark geworden sind, dass sie sich gesagt haben, dagegen muss doch ein Kraut gewachsen sein. Dann haben sie kein Kraut gefunden. Dann haben sie gesagt, aber wenigstens ein Kräutchen. Und dann haben sie die politische Finte und die politische Lüge entdeckt. Und die sieht so aus, dass sie gesagt haben, wir können ja alles Mögliche in unsere Programme schreiben. Das, was die Linke so erfolgreich gemacht hat, soziale Gerechtigkeit, das schreiben wir selber rein. Das, was die Linke so erfolgreich gemacht hat, Landesvergabegesetz, Mindestlohn, haben sich am Anfang alle geziert. Das fordern wir jetzt einfach selber. Das, was die Linke so erfolgreich gemacht hat, nämlich, dass es auch eine vernünftige Ausstattung der Schulen, Schulgeldbefreiung gibt, Studiengebühren, dazu komme ich gleich, haben sie aber eingeführt und wollten sie wieder abschaffen. Also sie haben eine ganze Menge Manöver gemacht, um so zu tun, als seien sie links. Ich finde das gar nicht schlecht. Mich macht das auch ganz gelassen. Mich macht das ehrlich gesagt nicht fickrig. Manche haben ja gesagt, werden die so links und was bedeutet das für uns? Erstmal ist das eine gute Sache. Also wenn die jetzt ihre linken Forderungen von uns, die sie alle vergessen hatten, als sie regiert haben, wenn die unsere linken Forderungen jetzt ins Programm schreiben, dann ist das erstmal ganz schön. Aber dadurch, dass sie im Programm stehen, ist es noch nichts wert. Weil die Programme, auch das ist die Erfahrung mit SPD und Grünen, die Programme schmeißen sie danach weg. Es sei denn, es ist da jemand, der sagt, halt mal,
Ihr habt doch versprochen, Studiengebühren abschaffen, Krankenhäuser retten, Bildung ordentlich finanzieren, Gesamtschulen gleich. Habt ihr, steht doch alles in diesem Programm drin. Müssen wir doch mal gucken. Aber es wird im Parlament keine Kraft geben, die darauf guckt, wenn es dieser ganzen rechten Bagage und SPD und Grüne gelingt, was sie alle gemeinsam wollen, nämlich uns über die Kante kippen und aus dem Landtag wieder rausschmeißen. Nur wenn die Linke da drin sitzt, wird dieses Manöver nicht aufgehen. Und deshalb sind wir die linke Sozialversicherung, die politische Sozialversicherung gegen einen kommenden Wählerbetrug. Und deshalb ist ehrlich gesagt, wir sind ja so ein bisschen unterschiedlicher Ansicht, was auch nichts macht. Ich werde da manchmal so gefragt im Moment, also wir haben übrigens so viel Podiumsdiskussionen und auch Einladungen zu Interviews, wie wir noch nie bekommen haben. Also wir sind eine stärkere Kraft als vor 5 Jahren. Das mag man an der Resonanz, die wir bekommen und an den Interviews, die wir bekommen. Wir sind nicht nur 1000 Mitglieder mehr als vor 5 Jahren. Wir haben auch erheblich mehr an Resonanz. Der eine oder andere, der so ein bisschen mit dem das letzte schwere Jahr vor dem Göttinger Bundesparteitag noch in den Knochen steckt, mag das übersehen. Wir sind aber wirklich mehr geworden, wir sind stärker geworden und wir sind erfahrener geworden und wir haben mehr Resonanz. Bitte vergesst das keinen Moment in diesen vor uns liegenden 50 Tagen. So, und dann werde ich gefragt, ja, was ist denn so Ihr Minimalziel, Ihr Maximalziel? Dann sage ich, Minimalziel ist natürlich, wir kommen da satt wieder rein in den Landtag. Und dann erwarten die immer, das Maximalziel ist eine Beteiligung an der Regierung. Da habe ich gesagt, nee, ist es gar nicht. Ich sage dazu gleich was, ist ja denkbar, steht auch in unserem Programm. Aber das Maximalziel ist ein anderes. Das kommt dann jetzt wieder zu der Abteilung Vorstellung. Also ein bisschen unterhalb der Abteilung Trollen ist das angesiedelt. Weil die Abteilung Vorstellung ist so, ich stelle mir vor, am Wahltag, also die Piraten haben sich selbst versenkt, ne, haben so ein paar Flickversuche jetzt gemacht die letzte Zeit, aber am Schluss versenken sie selber. Die FDP sitzt dann da, wie ich sie mir immer so vorstelle, in meinen schönen Träumen, ziemlich belämmert. Und dann bildet sich die Situation, dass die Kräfte links von der CDU so stark werden, dass sie sowohl eine Regierung aus SPD und Grüne, als auch uns als linke Oppositionspartei neben der rechten Oppositionspartei CDU bilden. Das, liebe Genossinnen und Genossen, wird ein großer Spaß. Weil dann werden wir die nächsten 5 Jahre, außer dass wir unsere eigenen Anträge machen, für den Fall, in die Vergangenheit kommen wir wahrscheinlich gar nicht, dass uns irgendwann mal nichts einfällt, was ganz Einfaches machen. Wir nehmen uns die Wahlprogramme von SPD und Grüne vor und stellen die darin enthaltenen Aussagen als Anträge im Niedersächsischen Landtag und gucken dann in aller Ruhe zu, wie die SPD ihre eigenen Wahlprogramme ablehnt. Und dieser Gedanke kommt noch nicht mal von mir, das ist das Schönste daran, sondern der kommt von einer Gewerkschafterin, die ich, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aus dem Verdi-Bereich, die sagte auch, das Geilste wäre doch die Konstellation. Ihr seid linke Opposition und SPD und Grüne regieren. Und wir machen mit euch zusammen Demonstrationen vor dem Kultusministerium für die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes, die sie schon wieder nicht gebracht haben. Und wir machen mit euch Demonstrationen vom Umweltministerium, wo die Grünen gerade zum so und so vielten Male die Anti-AKW-Bewegung verraten. Und wir machen mit euch Demonstrationen vor der Staatskanzlei, vor dem Wirtschaftsministerium, vor dem Finanzministerium, vor allen Ministerien, vor dem Sozialministerium dieses Landes und protestieren mit euch zusammen dagegen, dass diese Regierung Wortbruch macht. Und dann transportiert ihr das auch noch ins Parlament und das wird ein Festtag für die Demokratie, die außerparlamentarische und die parlamentarische. Das wird das Freudenfest und die Idealkonstellation der nächsten Jahre sein. Und das alles hängt noch nicht mal von uns ab. Von uns auch, von dem, was wir in den nächsten 50 Tagen so auf die Platte bringen. Aber es hängt natürlich vor allem von den Menschen ab, die uns wählen. Diese Aufgabe ist gar nicht so riesig. Da draußen, das wissen wir von den letzten Bundestagswahlen, haben uns über 380.000 gewählt und von Umfragen, es gibt außer denen, die uns gewählt haben, noch den einen oder anderen, die uns nicht gewählt haben, aber die überlegen, uns zu wählen. Wir wissen, da draußen in Niedersachsen, also außerhalb dieses Saales, gibt es, kann das jetzt nicht so richtig ausrechnen, 500.000 minus 300, wie viele hier drin sind, oder 400. Also es gibt da draußen ungefähr 500.000 Menschen, die können sich vorstellen, die Linke zu wählen. Bei den bevorstehenden Landtagswahlen in 50 Tagen, am 20. Januar. Und wir haben nur eine einzige klitzekleine Aufgabe. Die muss doch lösbar sein. Jeden zweiten von denen überzeugen wir uns tatsächlich zu wählen und dann sind wir wieder drin im Niedersächsischen Landtag. Das ist unsere Aufgabe der nächsten 50 Tagen.
Und jeden Zweiten zu überzeugen, pass mal auf, wenn du einen Politikwechsel willst, wenn du keinen Politikwechsel willst, müssen wir das auch nicht ganz intensiv mit denen diskutieren. Geht ja auch ein bisschen um Ökonomie im Wahlkampf. Aber wenn du einen Politikwechsel willst und wenn du nicht ganz hinter dem Mond gewachsen bist, du kannst natürlich auch sagen, ich vertraue der SPD und der Grünen bedingungslos. Dem kann man dann auch nicht mehr helfen. Aber wenn der auch nur den geringsten Zweifel daran hat, dass die SPD mal ihre Versprechen brechen könnte, wenn sie den geringsten Zweifel daran hat, dass die Grünen nicht gegen die AKW-Bewegung kämpfen, sondern lieber in ihren Sesseln sitzen und von draußen ja an die AKW-Bewegung ermutigen könnten zu kämpfen, wenn sie also an all dem nur den geringsten Zweifel hat, dann gibt es nur eine Möglichkeit, SPD und Grüne nach links zu drücken, und das ist, dass die Linke wieder in den niedersächsischen Landtag einzieht. Und das müssen wir vermitteln. Und damit bin ich, bevor ich zu dieser Frage Gorleben und Anti-AKW-Bewegung komme, noch bei einem anderen Thema, was im Moment in vollendeter Schönheit uns quasi präsentiert wird von SPD und Grünen, was zusammenhängt mit der Frage der gebührenfreien Bildung, nämlich der Frage der Studiengebühren. Da ist diese Rechnung, warum man die Linke wählt, quasi noch einfacher. Nicht nur politisch, das war ja eben so ein bisschen was für politische Feinschmecker, also für politisch denkende Menschen, sondern da ist die Rechnung richtig handgreiflich zu machen zwischen Daumen und Zeigefinger. Die ist nämlich ganz einfach. Geschichtlich ist das so. Es gab eine Zeit ohne Studiengebühren. Dann gab es eine Diskussion, das ginge doch nicht. Wäre doch etwas, wofür man bezahlen muss. Da hat die SPD gesagt, ja, das finden wir eigentlich auch. Da hat die SPD in Niedersachsen, Herr Oppermann hieß der wurde dann dafür auch befördert in den Bundestag, hat die SPD die Studiengebühren eingeführt. Auch daran sollte man sich übrigens ab und zu erinnern. Die Erfindung der Studiengebühren in diesem Lande ist eine SPD-Erfindung, keine CDU-Erfindung. Und auch die Grünen waren natürlich dafür, haben wir überall gemacht. Dann gab es, also einer der Gründe, weshalb die Linke stark geworden ist, sind diese permanenten Wahlversprechensbrechungen von SPD und Grünen. Das ist einer der Gründe. Und das wird auch nicht aufhören, wenn wir etwa kleiner werden würden. Das wird nur aufhören, wenn wir so stark werden, dass die vor Scham im Boden versinken. Erst dann wird das aufhören mit diesem ständigen Brechen von Wahlversprechen. So, und bei den Studiengebühren ist das dann so, dass Sie am Anfang auch dieser Legislaturperiode in dieser Frage gespalten waren. Die einen haben gesagt, na, das bisschen 500, das muss doch wohl gehen, dann machen wir Kredite oder sowas. Und erst durch unser permanentes Beharren im Landtag und durch die außerparlamentarischen Bewegungen an den Universitäten und anderswo außerhalb, ist es gelungen, dass es im Moment im Landtag immerhin 3 der 5 Parteien gibt, die sagen, wir wollen die Studiengebühren abschaffen, SPD, Grüne und wir. Und dann muss man sich ein bisschen mit dem Kleingedruckten befassen. Und das Kleingedruckte der SPD sieht so aus, wir wollen die Studiengebühren abschaffen, überwiegend, vielleicht und irgendwann. Das ist die Linie der SPD. Weil erstens wollen sie nur überwiegend abschaffen, nicht alle, sondern nur, wie sie sagen, die Kernstudiengebühren. Danach müssen Studenten weiter etwas bezahlen, das heißt ja nur nicht mehr Studiengebühren, sondern Verwaltungsgebühren. Das ist das Revolutionäre der SPD. Und dann sagen sie, aber das geht noch nicht im Moment. Deshalb stimmen wir übrigens nächste Woche auch einem Nachtragshaushalt, der heißt nicht ganz so, aber es ist de facto so, einem Nachtragshaushalt im Niedersächsischen Landtag zu, den SPD und FDP vorgelegt haben. Und der bedeutet, dass die unerwarteten Steuermehreinnahmen komplett zur Schuldentilgung verwendet werden und kein Pfennig dafür, dass die Forderung, die sich die SPD in jeder Podiumsdiskussion an den Unis auf die Fahnen schreibt, realisiert werden, nämlich für die Abschaffung der Studiengebühren. Die versprechen die Abschaffung der Studiengebühren, aber in Wirklichkeit schieben die das Geld woanders hin. Das ist die Politik der SPD. Und da sagen wir, liebe Leute, von der Kassenlage her geht das, die sofortige Abschaffung der Studiengebühren. Mithilfe der Linken im Parlament geht das auch, wie das in Hessen und Nordrhein-Westfalen bewiesen worden ist. Also wollen wir die vollständige Abschaffung der Studiengebühren jetzt und sofort. Das ist die Politik der Linken. Das ist die Politik der Linken
die möglich ist. Und dann sagt die SPD nicht nur, wir wollen das jetzt noch nicht abschaffen, wir brauchen dafür ein bisschen mehr Zeit, sondern sie stellt das, wie alles in diesem Parlament und wie alles in diesem Wahlprogramm unter Haushaltsvorbehalt. Die sagt, all das wollen wir machen, wenn das Geld da ist. Und die tun so, als würden sie sagen, all das wollen wir machen. Aber wir werden sagen müssen, ihr sagt das immer unter dem Vorbehalt, wenn das Geld da ist. Und wenn das den Spekulanten gibt, ist das Geld eben nicht da. Und deshalb ist die Alternative Steinbrück-Wahl keine Alternative, sondern die Linke muss gestärkt werden in der Sächsischen Landtag. Und mit dieser Politik des Haushaltsvorbehaltes erfüllt er natürlich, weil auch nur seinen eigentlichen Karrieretraum, er wird vom Stadtkämmerer zum Landeskämmerer unter dem Ministerpräsidenten McAllister. Das wird ja dann die weitere Entwicklung sein. Aber da helfen wir nicht, sondern wir wollen einen Politikwechsel einleiten und in Sachen Studiengebühren ist ja ziemlich einfach für den Infotisch und für viele Gespräche. Die Entscheidung all derer, die studieren in diesem Land und aller Eltern von Studierenden in diesem Land, ist ziemlich einfach. Hast du 1.000 Euro übrig oder hast du sie nicht übrig? Wenn du sie nicht übrig hast und du willst 1.000 Euro sparen, dann wählst du die Linke, weil wir werden mit Sicherheit, egal wie das sein wird, eines machen. Wenn wir in die politische Lage kommen, nach dem 20. Januar an einer Regierungsbildung mitzuwirken oder zu tolerieren oder sonst was zu machen, dann wird mit Sicherheit eine der Forderungen, die wir daran knüpfen, sein, es gibt eine sofortige Abschaffung der Studiengebühren oder bei unserem Stimmzettel heißt es Nein bei jedem Kandidaten. Und deshalb ist eine Stimme für die Linken eine Abschaffung der Studiengebühren. 1.000 Euro im Jahr können gespart werden, jetzt und sofort. Das ist unsere Politik. Also, Linke als politische Sozialversicherung dagegen, dass die SPD ihre Versprechen bringt. Linke aber auch als politische Versicherung dagegen, das wäre dann nicht Sozial-, sondern Ökologieversicherung dagegen, dass die Grünen ihre Versprechen brechen. Dazu muss ich jetzt nochmal persönlich werden. Ich habe ja persönlich in meinem ganzen Leben vor Brockdorf gesessen, mich in Grohnde, als da nur Acker war, mich von den Polizeistaffeln über den Acker jagen und verdreschen lassen und bei diversen Blockaden wegtragen lassen. Mein ganzes Leben lang. Ich mache das auch, bis ich nicht mehr krabbeln kann. Verspreche ich euch. Und dann gab es wieder ein Widerstandscamp. Dazwischen sitzt übrigens auch mein Sohn Burkhard, der ist bei mir schon, als er so klein war, auf dem Camp in Gorleben gewesen. Dann war da wieder ein Widerstandscamp. Vor zwei Wochen vor Grohnde. Da, wo die Treuen aus der Wesermarsch oben schon versucht haben, den Transport zu verhindern. Wir waren sozusagen die letzte Barriere vor Grohnde. Das war die Nacht vor Grohnde. Da hatten wir dieses Camp. Da waren die Linken gut zu sehen. Nicht geliebt, aber geachtet von denen, die in dieser Widerstandsbewegung sind und nicht unserer Partei angehören. Da gab es dann auch einen, habe ich jedenfalls gesehen, mehr habe ich nicht gesehen, kann sein, dass noch wer da war, will dir nicht Unrecht tun, einen, der hatte die Fahne der Grünen, der musste sich ziemlich viel anhören über das, was die Grünen gemacht und vor allem nicht gemacht haben in der letzten Zeit, weil natürlich in dieser Bewegung jeder weiß, dass dieser Atomkonsens ein Nonsens war, weil er im Kern ein Atomkraftwerkslaufzeitenverlängerungsgesetz war. Und das ist im Kern der Anti-AKW-Bewegung angekommen und deshalb durfte, nachdem das gemacht wurde und nachdem er gesagt hatte, nach diesem Atomkonsens müsst ihr aber auch aufhören, Blockaden zu machen da oben im Wendland, deshalb durfte sich Jürgen Trittin zu Recht jahrelang oben im Wendland nicht mehr blicken lassen. Das ist doch die Wahrheit der Geschichte der Anti-AKW-Bewegung. So, dann waren wir da in diesem Camp vor Grohnde. Und dann haben einige, da hat man ja Zeit, ne? Wenn man so blockiert, hat man Zeit, einen Kaffee, Versorgung über Glänzen, Volksküche, es gibt überhaupt nichts über, also kein Vier-Sterne-Restaurant dieser Welt kommt gegen die Volksküche an, ne? Also völlig großartig, was sie immer machen. Also wer das noch nicht gemacht hat, muss das allein schon aus lukullischen Gründen, also wenn man aus politischen Gründen der Bewegung nicht beitreten, du musst ja schon aus lukullischen Gründen dieser Bewegung mal beitreten. So, also wir saßen da vor Grohnde und dann sitzt man eben zusammen und dann sagten einige, naja, also keine Leute unserer Partei, ne? Solche Gedanken kommen wir ja gar nicht. Da sagten einige, ja Mensch, parallel dazu tagt doch der Bundesparteitag der Grünen. Und eigentlich müssten die doch, der war dann so um 18 Uhr zu Ende, eigentlich hätten die doch vor 10 Jahren alle gemacht.
Danach packen die sich doch bestimmt alle in Busse und kommen hierher. Ja, so haben dann einige auch reagiert. Gelacht haben sie. Wo lebst du denn? Und so. Kannst du, passiert doch nie. Einer, doch, doch, ein paar kommen jedenfalls. Und dann wurde es 11, keiner war da. Dann wurde es 12, keiner war da. Um 1 hat sie uns dann weggeräumt. Und kein einziger von diesen ganzen auf dem Bundesparteitag ist nach Krone gekommen. Die lassen die Anti-AKW-Bewegung physisch und politisch hängen. Und auch deshalb ist die langjährige Vorsitzende der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg nicht Kandidatin bei den Grünen für den Landtag, sondern bei uns, Kerstin Rude. Weil sie profitieren natürlich, weil das so seine Zeit braucht, von der Mehr, dass die Anti-AKW-Bewegung vor allen Dingen eine Bewegung der Partei der Grünen ist. Aber weil sich von den Kernen etwas, auch wenn es länger dauert, immer nach außen vordringt. Und weil es inzwischen so ist, dass die klarsten Positionen in der Anti-AKW-Bewegung seit Jahren schon die Linken haben und sich das in den Kern der Anti-AKW-Bewegung von Asse über Salzgitter bis zu Gorleben durchgeregelt hat, deshalb wird sich das auf Dauer durchsetzen und auch dafür werden wir am 20. Januar einen Schritt in die richtige Richtung machen. Und ich begrüße an dieser Stelle Oskar Lafontaine, der gleich... Oskar, herzlich willkommen hier in Hannover. Ja. So, Oskar, ich habe für dich jetzt ein etwas längeres Warming-up gemacht und komme gleich zu dem, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dass wir die Partei sind, die ehrlich auf die Tatsache hinweist, dass keine unserer landespolitischen Forderungen, die du kennst, die ich jetzt nochmal dargelegt habe, erfüllt werden kann ohne eine andere Politik auf Bundesebene. Ich will aber nochmal kurz zu dieser AKW-Frage von eben, das ist ja... Ja, auch gar nicht so ganz. Das passt im Grunde in das gleiche Schema, wenn der Zusammenhang auch nicht nur über die Spekulanten vermittelt wird. Aber auch bei dieser Anti-AKW-Bewegung, da ist ja nun die letzten Tage noch einiges passiert. Und auch das ist natürlich ein bisschen Wahlkampfmanöver. Nun ist heute durch die Presse gegangen, ihr werdet das gelesen oder gestern gehört haben, dass jetzt es wieder mal die große Koalition von SPD, Grünen, CDU und FDP gibt. Nämlich dafür, dass es in Gorleben ein Moratorium gibt. Jetzt will man erstmal bis zur Bundestagswahl in Gorleben die Arbeiten ruhen lassen. Dazu kann ich sagen, Gorleben hat 10 Jahre Moratorium gehabt. Gorleben hat die Schnauze voll davon, in der Luft hängen gelassen zu werden. Es geht nicht um ein Moratorium, es geht darum, dass Gorleben endgültig aus dem Topf kommt. Und die einzige Partei, die das auf allen politischen Ebenen will, ist die Partei Die Linke. Und auch deshalb kandidiert Carsten nicht bei irgendjemand anders, sondern bei uns. Und auch deshalb steht die Anti-AKW-Bewegung fest an unserer Seite und weiß, was sie an uns hat. Das ist die Tatsache in diesem Politikfeld. Und damit habe ich, hoffe ich jedenfalls, ich muss noch mal auf die Plakate gucken, damit habe ich, glaube ich, zu allen unseren Plakaten, die ihr jetzt plakatiert, etwas gesagt, bis auf das Letzte, was wir plakatieren werden, vielleicht auch nochmal groß, nämlich ihr entscheidet. Weil ich hatte das gesagt, die Entscheidung liegt nicht bei uns. Wir sind 3.000, aber gewählt werden müssen wir von 250.000. Wir gehen jetzt also raus in den nächsten 50 Tagen und werben um 247.000 Stimmen. Und wir werden das wieder schaffen. Und wir wissen aber eines mit Sicherheit, nämlich, dass ihr, und damit ist dann gemeint das Volk von Niedersachsen, so steht das übrigens tatsächlich in der Verfassung drin, das Volk von Niedersachsen wird das entscheiden.
Und eine Gruppe von Menschen wird das mit Sicherheit nicht entscheiden, wie stark linke Politik wird und ob ein Politikwechsel möglich ist, nämlich das ist die Schicht der Spekulanten. Die werden das nicht entscheiden, dafür stehen wir. Und deshalb heißt eben das letzte Plakat in dieser Serie, die wir jetzt plakatieren, nicht Spekulanten, ihr entscheidet. Und ihr werdet gesehen haben, dass alle diese Plakate die gleiche Dachzeile haben. Nicht Spekulanten Krankenhäuser retten. Nicht Spekulanten Löhne und Renten retten. Und die anderen Sachen, die ich schon thematisiert habe. Und überall steht nicht Spekulanten. Und das ist der Grund, weshalb auch Oskar heute hier ist. Weil wir, wir waren ja die Ersten, wie immer, inzwischen haben ja alle ihre Wahlprogramme verabschiedet. Und alle Wahlprogramme tun so, als könnten sie den Politikwechsel in Niedersachsen, wenn sie ihn überhaupt wollen, einleiten. Und das ist alles gelogen. Die einzige Partei, die schon in ihrem ersten Abschnitt klar und ehrlich sagt, dass das nicht stimmt, ist die Partei Die Linke. Weil wir klar sagen, man wird eine wirklich andere Politik in Niedersachsen nur machen können, wenn man ehrlich das macht, was wir, ich hatte das erwähnt, wir in allen Haushaltsanträgen reingeschrieben haben, wenn man das macht, was wir auf Bundesebene und auf Landesebene fordern, nämlich eine grundsätzlich andere Politik in diesem Lande. Wenn man an die Spekulanten herangeht, man kann keine andere Politik machen, wenn man die Spekulanten schont oder zu ihnen reist und irrwitzige Honorarverträge mit denen macht, dann wird man die Politik in diesem Lande nicht ändern können. Und man muss den Mut haben, zu sagen, wir brauchen eine andere Steuerpolitik, also Vermögensteuer. Das ist übrigens im Landtag so, die verdrehen immer schon die Augen und sagen, ja, das müssen wir jetzt alles überstehen und erleben. Sie kennen das ja, sie können ja auch rausgehen, aber es beißt keine Maus den Faden ab. In diesem Land Niedersachsen ist kein Haushalt sanierbar, wenn wir nicht die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, wenn es nicht eine vernünftige Großerbensteuer gibt, wenn nicht die Einkommensteuer hochgehen und wenn es nicht eine Transaktionssteuer gegen diese Spekulantenhalunken gibt. Nur dann wird man was ändern können in diesem Lande. Und die einzige Kraft, die das ehrlich gesagt hat und immer sagen wird, ist Die Linke. Und weil das der Kernzusammenhang ist, und weil diese Wahl in Niedersachsen von großer Bedeutung nicht mehr für die Bundespartei ist, Parteien sind ja wichtig, vor allem für ihre Mitglieder, aber viel wichtiger als die Parteien ist die Bevölkerung. Sind die Krankenschwestern, von denen ich geredet habe, die zu wenig Löhne kriegen und jetzt schon wissen, dass sie von ihrer Rente so viel bekommen, als hätten sie nie gearbeitet? Sind die Geringverdiener in den Callcentern? Sind die Studierenden, die zu viel zahlen? Sind die, die nicht studieren gehen, weil ihre Eltern die 1.000 Euro im Jahr nicht haben? Auch für die. Gerade für die kämpfen wir, für die, die nicht studieren gehen, die sich Bildungsaufstieg verkneifen, weil das Geld nicht stimmt. Für all die kämpfen wir. Und deren Leben wird sich positiv einleiten lassen durch einen starken Wiedereinzug der Linken im Niedersächsischen Landtag. Weil das würde eine Entwicklung einleiten können, nicht garantiert. Danach geht die Hölle los und alle fallen sie über uns her. Noch schlimmer allerdings, wenn wir es nicht schaffen. Dann fallen sie völlig über uns her. Also werden wir ihnen den Gefallen nicht tun. Wenn es uns in Niedersachsen gelingt, den inhaltlichen Politikwechsel einzuleiten, dann wird das die Chance eröffnen, dass ein solcher Politikwechsel auch auf Bundesebene in der Richtung erzwungen werden kann. Und auch darum kämpfen wir in den nächsten 50 Tagen. Und nur dieser Wechsel auf Politikebene wird dann den Sack zumachen im September und tatsächlich die Karten neu mischen für eine erstarkte Linke, für eine starke Partei der sozialen Gerechtigkeit, für eine Wende zu einer anderen Politik. Und dazu begrüße ich ganz herzlich nochmal jetzt auch offiziell Oskar Lafontaine, der uns diese Zusammenhänge besser erklären kann als jeder Mann in diesem Lande. Es gibt vielleicht eine Frau, die kann das auch so gut, aber Oskar kann das auf jeden Fall mit am besten. Herzlich willkommen. So, du darfst aber noch nicht nach vorne, weil wir uns das so gedacht haben, dass du noch mal ein bisschen durchschnaufst und wir jetzt noch mal Musik machen mit Christa, die glaube ich schon hochkommt, und Dieter und Michael. Wo ist Michael? Der Unvergleichliche. Michael Letz, Dieter Dehm und Christa, die ihre Zettel noch verteilt. Das sind nämlich die Gesangszettel. Wir sind zwar hier nicht in der Kirche,
Aber ihr seht, wir sind völlig unideologisch. Trotz der Kirchenschelte in den letzten Tagen haben wir abgeguckt, dass wir Liedtexte verteilen. Ich begrüße euch drei ganz herzlich hier vorne. Wir machen, Oskar, nämlich jetzt die anderen wissen ja schon, eine Weltpremiere. Wir machen ein politisches Weihnachtslied. Das machen wir, wenn ihr mögt, auch zusammen. Und ich freue mich, dass wir hier so zahlreich zusammen sind. Inzwischen ist der Saal ja übervoll. Die noch nicht sitzen hier vorne, sind noch so ein paar Plätze dazwischen, sind auch ein paar Plätze. Macht es euch gemütlich. Wir machen noch geile anderthalb Stunden zusammen oder zwei Stunden, wenn es sein muss. Und wir hören jetzt erstmal Musik. Wir hören Oskar Lafontaine, wir hören nochmal Musik. Und dann wird Ursula Weißer-Roller euch in den Wahlkampf entlassen. Und dann geht das los. Und dann machen wir die nächsten 50 Jahre Fetz und gewinnen diese verdammten Wahlen am 20. Januar. Herzlich willkommen in Miesburg. Schönen Dank.